Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Der zweite Loch abhauen, aber heute nicht, heute bleibst du hier. Wir machen weiter mit Mais, mit dem nächsten Traktor. Die wollen wir um den Acker kommen. Ja, unser Maisende geht dann entgegen. Dauert schon ein bisschen, aber es geht. Ja, das ist jetzt Folge Nummer 5 für heute. Wahnsinn. Ich zähle ein bisschen mit, weil meistens ist es dann so zum Schluss, Mensch, wo war ich stehen geblieben? Alles beendet, alles gespeichert, alles dann durchgezählt. Hups. Eine Folge fehlt dann meistens. Meistens nur noch eine Folge und dann sage ich mir nach. Machen wir gleich fertig. Alle Folgen misst, wenn dann anderen alle, ne? So, jetzt ist aber schon zu sehen, dass wir hier runter auf 10, manche 11 oder 9. Ne, das macht ja nicht. Also das ist ja konsequent, also da will schon genau die Position haben, die er haben möchte. Also so. Niveau auf 10. Ja, wir haben jetzt hier noch Licht an. Ja, wir haben jetzt hier das erste Ende fertig. Ne? Also jetzt geht es nachher Züge. Also Züge in Anführungszeichen. Steckt der Verkehr fest, ja, logisch. Aber wir machen hier das voll, dann schicken wir los und dann entsprechend den nächsten gleich losdüsen, dann machen wir den nächsten leer und dann können wir den zweiten gleich in Beschlag nehmen. Ne? Und wieder raus. So, ich hoffe, der Ton und Bild klappt. Und der Ton vor allen Dingen wird halt bald keine Probleme geben. Aber halt tontechnisch. Brauche ich mir einen Mischpult zulegen, glaube ich, weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Und voll. So. Typisch. Tempomat Höherregel, dass er ein bisschen schneller fährt. Bisschen Trödel sehr gut, ne? Weiterfahren. Du hast nichts drin. Kippt? Eher nicht. Naja, macht er nicht. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können.
Wo ist er? Wo ist er? Hoffentlich fahre ich schon. Übernehmen wir die Führung. Schon festgefahren. Ganz schlecht. Freikämpfen. Ein bisschen blamieren, die Sache hier. So. Ich sag, wenn der Berg immer höher wird, immer schwieriger zum Schluss. Der Große ist halt eigentlich besser geeignet für, ne? Der hat ja die breiten Reifen und die nötige Leistung. Die breiten Reifen vor allen Dingen. Wo ist er? Rücktour schon hier. Wir nehmen sie alle immer in Beschlag. Empfang. Der nächste kommt ja erstmal. Der wird ja hoffentlich aufgehalten. Oh, man weiß ja nie. Der Timer läuft nicht. Mach ich mal an. Könnte ja sein, dass ich doch viel vergesse. Ich kann nicht überziehen. Das war extrem. Jo. Das Ende ist nah, Gott verdammt. Entschuldigung. Voll. Eine Stunde gebessert. Dann lehrt sich der mal. Uff. Bin jetzt erstmal zu fett. Und zu viel. Zu viel gegessen. Yeah. Gott sei Dank, wir müssen nicht mehr hochfahren. Das ist schön. Schön zu sehen. Dann nehmen wir hier nicht. Nein, Gott sei Dank, ich darf dann den halben nicht mit.
Aber jetzt haben wir genug. Wollen wir nur hier vorne ein kleines Ende machen. Die erste Maisernte, das 11. Dann war das ein kleines Feld. Direkt am Kuhstall, da war irgendwie ein kleines Feld. Da hast du. Startfahrzeug, ein Häcksler gehabt, das war nicht schlecht. Aber da gab es doch keine BGH. Also da gab es doch keine. Ich glaube später als DLC kam man dazu. Das waren noch Zeiten. Elbe. Daran denke, da gab es diesen riesigen Fehler, Bad-Kollision mit dem hieß, glaube ich. Und da war plötzlich alles Traktoren durchsichtig, alles löste sich auf und dann nachher einmal ist mir gelungen, das Spiel zu speichern und mal zu starten. Weiß ich auch, die Karte von welcher Koffer waren die da aus hier. Umgebaute Standardkarte. Ich fand die schön. Große Felder, Ställe separat und so, alles schön. Aber der Fehler war, nee, ob es mit der Karte zusammenhängt oder mit einem anderen Fahrzeug oder so, weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls, einmal war alles weg. Und ich konnte das Spiel wieder starten, weil es dann gespeichert war. Guck ich mir an. Da war die ganze Saat weg. Also die ganze Aussaat. Die ganzen Felder waren blank. Und nicht mal die Ränder waren was da gewesen. Also hier, wo ist der zweite? Na gut, egal. Wo könnte er sein? Der fährt nur 10 km/h. Nein, starten lassen wir noch nicht, aber starten brauchen wir nicht rein. Na gut, jedenfalls war plötzlich alles weg und denke, ja, kein Problem, hast ja genug Geld, machst du wieder die Aussaat, ne? Kannst du immer wieder ernten. Ja, weißt du was, geht nichts mehr rein in die Erde. Das war der Spielstand zerschossen. Irgendwie. Keine Ahnung, was das war. Jedenfalls kann man das schon komplett aufhören. Gut, da kam auch der 13er raus. Da hatte ich so eine Probleme nicht mehr gehabt. Und woanders, wenn das genau lag. Sowas kam die Meldung. Große Abkollision oder so. War schon sehr ernüchternd, wenn man weit angekommen war und dann plötzlich war umsonst, ne? Weil das ist so. Hier ist es zum Glück nicht voll. Ne? Und das letzte Jahre nicht. Mittlerweile weiß ich auch, Blockdatei, die kann ich gerne sitzen, der Elber gar nicht oder so. Das habe ich ja nach und nach erstmal mitbekommen. Deswegen bin ich auch hierbei aussortieren, Gerätschaften raus, neue rein oder ja, neue weniger, aber die man nur braucht. Ne? Ah, das machen wir näher, wenn die Ernte erledigt ist, im Winter lieber. Dann starten wir im Frühjahr entsprechend mit neuen Geräten nach und nach, mal draußen. Nach Möglichkeit Originalmaschinen nehmen. Nach Möglichkeit. Da erwarte ich am wenigsten Fehler. Was ich behalten werde, sind die Autoload Teile, also die Anhänger für Paletten und so und Autoload für Holzbalken, also für Balken, also für Baumstämme. Auf die werde ich auch nicht verzichten wollen, sonst bist du ja mal Holz verloren. Ne? Aber wenn es soweit ist, lege ich da los, wenn ich da drauf habe und dann geht nach und nach erstmal absichern. Ich habe sie hier die anderen Datei für Castro auch abgesichert. Falls ich einen Mod dann nicht finde im Netz, ne, kann ich immer noch da zur Not einen raussuchen. Ne?
ist er ja schon, ne? Der verlorene Sohn. So, da haben wir es. Sieht gut aus. Das Ende ist nah, ne? Ja, und das klappt mit Cosplay und so im Großen und Ganzen mehr oder weniger schlecht. Warum, weiß ich nicht genau. Der Knackpunkt ist immer die Punkte, wo der Häcksler wendet. Da ist der Knackpunkt. Ja, auf langer Strecke ist das alles kein Thema, aber hier auf dieser Kurz garantiere ich dir, wenn der Hänger nicht so wie jetzt nicht voll wird unterwegs, sobald er mitwenden soll, wird das garantiert nichts. Dann fährt er quer zum Häcksler, dann fährt er quer sonst wo lang. Sehr wahrscheinlich da, wo die Bäume sind. Dann bleibt er aufdecken. Deswegen lasse ich das komplett nicht mit Kurzer machen, sondern nur, ich lasse ihn nur entsprechend fahren. Und ich selber fahre daneben mit. Tempomat geht da so alleine, nur ein bisschen lenken muss ich. Korrigieren. Und jetzt wir entsprechend mich entfernen und wieder anschleichen. Sonst fährt der Häcksler ja nicht los. Ne? Logisch. So weit kann er nicht meißen. Lassen wir in aller Ruhe wenden. Jetzt schleichen wir uns von hinten wieder an. Ne? Und dann kann er entsprechend da gleich starten. Hier hat er kein Licht an. Nachtsichtgerät sicherlich. Ja, das wäre nicht schlecht. Wenn wir Fenster zu machen, kalt. Dann wird schon die Bude zu warm gewesen. Ui. Sonst soll man natürlich dran denken, wenn draußen warm wird. Oje. Regen angemeldet, aber draußen ist trocken. Voll ist er, voll. Und Sonne schon heute, immer noch blauer Himmel. Wahrscheinlich geht er irgendwo anders hin. Obwohl der Regen auch dringend notwendig ist. Aber gibt meistens dann zu viel und dann gibt meistens Hochwasser. Zeitfaktoren hinzukommen, der Schnee in den Bergen schmilzt und viel Regen kommt. Einmal. So, da sind wir schon wieder. Motor starten, Junge, na logisch. Fahren wir da mit rein. Laufen da. Strategie, abladen. Wie gesagt, je höher, umso blöder wird's, ne? Aber der Große packt das, aber die Kleinen sind Schwierigkeiten. Muss man sehen, nachher. Tag und tschüss. So, lassen. Müssten wir ein bisschen Ladewand, 30% Schaden, naja, kann man ja reparieren, beziehungsweise sie werden das so verkaufen. Das ist glaube ich auch ein Mod, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, wenn kein Mod ist, wird er nicht verkauft. Verkaufe nur deswegen, weil falls ich mal ein Mod entferne und zumindest das Geld, das Restgeld bekomme.
Klar könnte ich sagen, okay, die Maschine hat gefehlt, ich kann das gut schreiben, kein Thema, aber so möchte ich mal nicht rangehen, ich möchte im Prinzip das Geld nur kriegen, was die Dinge an Wert sind. Und dann holen wir halt im Frühjahr die entsprechende Maschine neu. Gleichwertige oder bessere Maschinen. Aber wie gesagt, nach Möglichkeit keine Mod, sondern erstmal die Originalmaschine nehmen. Um Fehler, Probleme auszuschließen. So, wo ist der andere hier? Der Schleicher. Ja, dann muss er warten. Der ist schon da. Oh, ich sehe gerade. So, liebe Schauer, das ist die Folge überzogen. Entschuldige mich dafür. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag mal hier, tschüss und winke, winke, ciao, ciao. Fett Kursplay. Ja, tschüss, tschüsschen, ne? Bis zum nächsten Mal. Ich danke fürs Reinschauen. Tschüss.